Liebe Schwestern und Brüder, bevor wir diesen Text auslegen, macht es Sinn, sich noch einmal in Erinnerung zu rufen, was in diesen 5 Kapiteln des Markus-Evangeliums denn geschehen ist. Jesus trat seinen Weg als Messias an, beginnend bei der Taufe am Jordan durch Johannes. Der Geist Gottes kam auf ihn herab und offenbarte ihn als den Verheißenen. Und er berief seine Jünger in seine Nachfolge. Er berief 12. Damit machte er programmatisch klar, um was es hier geht. Eine Neuerrichtung Israels. Die 12 steht immer für die Stämme Israels und für die Gesamtheit. Er machte also deutlich, dass mit dem, was er nun vorhat, etwas Neues kommt. Eine neue Gemeinschaft, eine neue Ordnung, eine neue Gesellschaft, die sich da herausbilden soll. Dass das nicht jedem gefiel, das versteht sich ja von selbst. Hatten viele natürlich Angst um ihre Positionierung in diesem alten System. Hatten ihre Macht, hatten ihren Wohlstand häufig zu Ungunsten der Menschen, die ihnen anvertraut waren. Und Jesus beginnt seine Mission und sucht die Orte religiösen Lebens auf, den Tempel und die Synagogen. Und an diesen Orten identifiziert er ein Leben, das dem Gesetz eigentlich widerspricht, obwohl diese Orte den Anspruch haben, das Gesetz zu leben, das mosaische Gesetz. Jesus zeigt ihnen durch viele Handlungen und Wunder und Vollmachtstaten, dass sie die Botschaft ins Gegenteil verkehrt haben. Vieles davon tut er am Sabbat. Das ist ein zentrales Thema, weil es damals ein zentrales Thema war zur Zeit Jesu, dass man nämlich aus dem Sabbatgebot das wichtigste Gebot gemacht hat. Es galt der Grundsatz, wer den Sabbat hält, hält das ganze Gesetz. Wer den Sabbat nicht hält, hat gegen das ganze Gesetz verstoßen. Und das ist natürlich eine schlimme Verkehrung des mosaischen Gesetzes, denn diese Hierarchie der Gebote gibt es eigentlich gar nicht. Sie funktionieren nur dann, wenn man sie gleich achtet und wenn sie gleich würdig sind und vor allem, wenn man sie nicht ihrem eigentlichen Geist beraubt. Und so stellt Jesus in der Synagoge von Kapernaum einen Menschen in die Mitte, der von einem Dämon besessen ist. Und er treibt ihn aus. Das heißt, er geht vor dieser lebensfeindlichen Kraft nicht in die Knie. Er zeigt ihm die Stirn. Und genau so wird er weitergehen. Mit vielen Machttaten, aber die Feindseligkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten wird dadurch natürlich immer nur größer. Schon damals in Kapernaum fassen sie den Beschluss, ihn zu töten. Und sie sind sich auch nicht zu fein, so erfahren wir später bei der Heilung des Mannes mit der verdorrten Hand, sich gemein zu machen mit den Menschen, mit denen sie eigentlich spinnefeind sind, die Anhänger des Herodes. Sie gelten den frommen Juden, den ach so frommen, denen, die von sich sagen, sie sind die Gerechten, nämlich die Pharisäer, eigentlich als unrein. Eigentlich wollen sie mit Herodes und seinen Schergen nichts zu tun haben. Aber um dieses Ziel umzusetzen, Jesus umzubringen, dazu machen sie sich gemein mit ihnen. Denn sie wissen, Herodes ist der Einzige, der das Todesurteil aussprechen und durchsetzen kann. Jesus lässt sich nicht beirren. Und das, Schwestern und Brüder, ist wohl die größte Freiheit, die man haben kann.
Liebe, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit zu bringen, obwohl es keine Gegenleistung dafür gibt. Zu lieben, obwohl einem keine Gegenliebe entgegenkommt. Jesus hat sich ganz festgemacht in Gott. Jesus hat sein Fundament nicht im Irdischen. Jesus kann lieben, weil er sich geliebt weiß von Gott dem Vater, wie er uns ja auch nicht an wenigen Stellen wissen lässt. So kann ihm auch die Geschichte der letzten Woche im Letzten nichts antun, auch wenn er es bedauert, dass er nämlich in seine Heimat kommt, nach Nazareth, und dort kein Wunder tun kann, nichts bewirken kann bei den Menschen seiner Heimat, in seiner Familie, und er sagt auch den Grund: wegen ihres Unglaubens. Jetzt dieses Wort Glauben und Unglauben, wir denken dann immer gleich an Beten und Frommsein und sowas. Das ist gar nicht gemeint. Glauben hat mit Vertrauen zu tun, im Griechischen das gleiche Wort. Sie haben Unglauben im Sinne von, sie misstrauen ihm. Sie trauen ihm nicht über den Weg, sie glauben und machen ihn fest in dem, was sie meinen, von ihm zu kennen. Er ist doch der Zimmermann, wir kennen doch seine Eltern und seine Geschwister leben mitten unter uns. Was soll schon von dem kommen? Sie trauen ihm nichts zu, sie trauen ihm nicht über den Weg, sie vertrauen ihm und der Beziehung zu ihm nicht. Deshalb kann nichts geschehen, weil ohne Vertrauen ohnehin nichts in dieser Welt geschieht. Zumindest nichts, was diese Welt wirklich in die richtige Richtung bewegt. Aber auch diese Tatsache kann ihn nicht von seiner Mission abbringen. Und so hören wir im direkten Anschluss heute diese Aussendung. Wir können sie aber nur verstehen, wenn wir eben die ganze Botschaft parat haben. In jener Zeit rief Jesus die 12 zu sich. Er kommt wieder zurück auf den Anfang. Es geht weiterhin um die Neuerrichtung Israels. Es geht um eine neue Errichtung der Synagoge und des Tempels. Es geht nicht darum, dass er 8 oder 20 aussendet, sondern mit den 12 sagt er ganz klar, es geht um etwas Neues, auch im Sinne der Religiosität. Und er sandte sie aus, jeweils 2 zusammen. Und bevor wir uns jetzt irgendwie romantisch und harmonisch verzücken und meinen, ach wie süß, 2, ist ja nie jemand alleine. Darum geht's nicht. Es geht zuallererst nicht um die Gemeinschaft. Nachher natürlich schon. Aber es geht hier auch um das Gesetz des Mose. Denn eine Wahrheit im mosaischen Gesetz kann nur bezeugt werden durch 2. Und genau darum geht es hier. Diese neue Botschaft, die neue Synagoge, die neue Wahrheit, die mit Jesus und seiner Mission kommt, wird nun bezeugt. Und sie wird gesetzeskonform bezeugt, immer durch 2. Er gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister, die sie erwarten, einen Messias, der hat nach ihren Vorstellungen andere Macht und Vollmacht. Der kriegt ein Pferd, der kriegt ein Schwert in die Hand, da gibt es ein Heer, das Kriege führt und das eben die Ziele durchsetzt, so wie man das eben tut in dieser Welt. Nur so kann man Frieden schaffen. Das ist kein Frieden nach Jesu Maß. Er gibt ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Ganz kurz müssen wir hier verharren. Ich habe schon öfter darüber gepredigt. Ohnehin ist es eigentlich heute eine Zusammenfassung von vielen Predigten, was eigentlich mit unreinem Geist gemeint ist. Die Heilige Schrift redet immer wieder vom reinen Herzen oder von unreinen Geistern. Ein reines Herz ist schlicht das Herz, biblisch gesehen, das Gott einlässt. Das etwas mit Gott anfangen will, das Gottes Ruf hören will, das Gottes Ruf aufnimmt und aus diesem Geist leben möchte und sich immer wieder auf diesen Gottesgeist konzentrieren mag, egal wie schwer es manchmal ist, das zu realisieren im eigenen Leben. Der unreine Geist
ist der, der Gott nicht suchen will. Und da geht es nicht darum, Gott nicht suchen zu können oder seinen Ruf zu verpassen. Es geht darum, Gottes Ruf zu hören und in die andere Richtung zu gehen. Das gehört zur Freiheit hinzu, das ist möglich. Ich darf Nein sagen zur Botschaft Jesu. Aber es ist von Gott aus gesehen ein unreiner Geist. Ein Geist, der sich selbst ja auch in die Irre führt. Wer gegen den Schöpfer willen und in die andere Richtung läuft, der lebt ja quasi nicht weltkonform. Also so, wie die Welt eigentlich gedacht ist. Der läuft am eigentlichen Sinn seines eigenen Lebens sogar vorbei. Sich selbst finden und die eigene Bestimmung findet er wohl eher im reinen Geist. Unreine Geister sind Daimones im Griechischen. Wir übersetzen es mit Dämonen. Geister, die dem Leben schaden oder feindlich gestimmt sind. Darüber gibt Jesus Vollmacht. Vollmacht heißt im Griechischen Exousia und hat zwei Bedeutungen, Macht und Freiheit. Zwei Dinge, die wir nie zusammenbringen. Denn wenn wir die anschauen, die wir als Mächtige bezeichnen, das sind nicht die Freien. Das sind, wenn wir es durchbuchstabieren, bis zum Ende wohl die unfreisten Menschen überhaupt. Frei ist der, der ans Kreuz geht und bis in den letzten Atemzug lieben kann und sich unabhängig weiß von der Gegenliebe, weil er sich geliebt weiß von Gott. Das ist pure Freiheit. Größere Freiheit gibt es nicht. Denken Sie daran, wie unfrei wir häufig sind, wenn wir jemanden zum Geburtstag einladen. Wir müssen schon vorher uns überlegen, ach, da wurde ich auch eingeladen, jetzt muss ich auch einladen. Oder wenn wir schenken, denken wir häufig zuerst an, was der andere uns geschenkt hat. Und dementsprechend nehmen wir Maß daran, wie groß oder besonders oder wertvoll dieses Geschenk ist. Das ist pure Unfreiheit, Schwestern und Brüder. Das ist nicht frei schenken, das ist nicht frei lieben. Jesus gibt ihnen eine Vollmacht über diese lebensfeindlichen Kräfte, die ihnen die tiefe Freiheit bringt. Und er gebot ihnen, und hier steht eigentlich im Griechischen, er befiehlt ihnen, weil sie anders nämlich auch nicht gehen würden, außer einem Wanderstab nichts auf den Weg mitzunehmen. Und damit sie es auch nicht falsch interpretieren, was Jesus mit nichts meint, sagt er, was er damit meint. Kein Brot, keine Vorratstasche, kein Geld, kein zweites Hemd und an den Füßen nur Sandalen. Also das, was nicht allzu lange reicht. Und würden sie sitzen bleiben, sie würden verhungern und verdursten. Seine Sendung bedeutet, sich aufmachen zu müssen. Keiner, der Jesus Christus und seine Sendung begriffen hat, darf sitzen bleiben. Er muss losgehen. Und er muss in die Angewiesenheit des Gegenübers. Wenn sie doch nichts haben und jetzt mittellos sind, müssen sie alles von der Sendung erwarten, dort, wo sie hinkommen. Und er sagte zu ihnen, bleibt in dem Haus, in dem ihr einkehrt, bis ihr den Ort wieder verlasst. Sie kommen also irgendwo hin, das kann nicht allzu weit sein. Aber sie gehen in ein Haus und machen auch kein Klingelputzen. Sie gehen nicht von Haus zu Haus, sie sind nicht gehetzt. Sie meinen nicht, sie müssen jetzt ganz, ganz viel tun und leisten und sonst was. Nein, ihre erste Aufgabe ist bleiben. In ein Haus gehen, das sie aufnimmt und bleiben. Eine der größten Tugenden ist vielleicht, Gelassenheit zu haben, dass die Botschaft aus sich selber heraus wirkt und dass das Haus, in dem sie sind, über sich hinausstrahlt in die Sippe und über die Sippe hinaus ins ganze Dorf. Bleibt in diesem Haus, bis ihr den Ort wieder verlasst. Wenn man euch aber in einem Ort nicht aufnimmt und euch nicht hören will, dann geht weiter. Das ist keine negative Konnotation, wenn man euch nicht hören will. Aber habt bitte auch nicht dann den Anspruch, ihr müsstet sie nun vollplappern. Ihr müsstet sie überzeugen von dem, was euch wichtig ist.
Nein, wenn man euch nicht hören will, dann geht weiter und schüttelt den Staub von euren Füßen ihnen zum Zeugnis. Auch in diesem nächsten Satz kein Groll, auch wenn die anderen beiden Synoptiker Matthäus und Lukas aus diesem Text, denn das ist der ältere, der liegt ihnen vor als Vorlage, etwas hinzufügen. Sie sagen, schüttelt den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Das ist natürlich negativ. Hier heißt es ihnen zum Zeugnis. Und ich sage Ihnen, warum das hier so heißt. Denn es ist eine alte Wallfahrtstradition und Pilgertradition. Wenn man auf Wallfahrt ging und das heilige Land, das gelobte Land verließ und wieder zurück quasi aus heidnischem Land kam, dann hat man an der Grenze, meistens dem Jordan, die Sandalen ausgezogen und hat die heidnische Erde des heidnischen Landes dort gelassen. Es ist aber kein Zeugnis gegen dieses Land, sondern es ist eine hoheitliche Geste dem gelobten Land gegenüber. Es ist eine Demutsgeste, genau wie bei Mose am brennenden Dornbusch. Zieh deine Schuhe aus, denn du betrittst heiligen Boden. Jesus sagt hier, macht euch keine Gedanken, geht einfach weiter. Schüttelt den Staub von euren Füßen und lasst so ein Zeugnis da, dass ihr auch keinen Groll von hier mitnehmt. Ihr geht ganz frei weiter. Und sie zogen aus und verkündeten die Umkehr. Die Umkehr, griechisch Metanoia, hat nichts mit Umdrehen zu tun, hat auch nichts mit Vergangenheit zu tun, hat nichts mit auf alte, ausgetrampelte Pfade zu tun, sondern Metanoia heißt Umdenken oder den Sinn wandeln. Das ist aber nach vorne gerichtet. Und da steht uns unser deutsches Wort im Weg. Umkehr nach Jesu Maß ist immer neue Zukunft, neuer Horizont, Perspektiverweiterung, wandelt den Sinn. Sie zogen aus und verkündeten diese neue Perspektive. Sie trieben viele Dämonen aus, die lebensfeindlichen Kräfte, und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Schwestern und Brüder, der Auftrag Jesu ist an Schlichtheit nicht zu übertreffen. Dorthin gehen, wo man aufgenommen wird, dort zu bleiben, solange es gut ist, das Umdenken, die neue Perspektive verkünden, sich gegen die lebensfeindlichen Kräfte stellen und ihnen die Stirn bieten und bei denen, die einem auf den Weg gegeben sind und wo man hinkommt, sich für mehr Heil einzusetzen, dass dieser Ort ein heilerer ist, als er vorher war. Wie gut wäre es, wir würden an jedem Tag an diesem schlichten Auftrag anknüpfen, an dem Ort, an den Gott uns hingestellt hat. Und um das Ganze noch ein bisschen dramatischer zu machen und ihnen noch ein wenig mehr auf die Pelle zu rücken, die 12, das sind einfache Menschen, einfachste Menschen, Menschen von der Straße, keine Gebildeten, keine Studierten, vor allem nicht Priester. Die spielen in der ganzen Heiligen Schrift häufig eher eine unrühmliche Rolle. Gottes Weg zu den Menschen geschieht immer über die einfachen Menschen, über jeden. Schauen wir auf Abraham, Mose, Jesaja, Jeremia, egal welche Berufungsgeschichte, oder heute auf Amos, von dem wir in der ersten Lesung gehört haben und der sagt, ich bin kein Prophet. Ich bin auch kein Prophetenschüler, ich habe es also nicht studiert, sondern ich bin Viehhirte und veredle Maulbeerfeigen. Die sogenannten Maulbeerfeigenritzer, das war der unterste Beruf, den man eigentlich wählen konnte. Absolut wichtig für die Ernährung des Volkes, aber an Einfachheit nicht zu überbieten. Schwestern und Brüder, ihr seid gesendet, vielleicht noch viel mehr als ich. Amen.